starten wir nochmal erneut. Guten Morgen, meine Lieben. Also, es war der Vorschlag da von euch, dass ihr wieder diese Tagesimpulse gerne hättet. Die mache ich sehr gerne. Sorry, das ist jetzt das Mikrokabel. Das kann ich jetzt nicht verstecken, denn ihr sollt mich ja auch gut hören. Und dann machen wir das auch. Ich habe auch Lust drauf, muss ich sagen. So. Weil viele haben mir immer geschrieben, dass die Tagesimpulse so zutreffend sind. Na dann, schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Er bringt auf jeden Fall Heilung, er bringt Harmonie mit der Lilie. Also wirklich, es wird ein harmonischer, ein schöner Tag werden. Ihr könnt euch auch was Gutes tun, auch vielleicht so ein bisschen wellnessen oder regenerieren. Aber natürlich auch hier die Bunga-Bunga-Karte, ja? Muss man natürlich auch dazu sagen. Der Bär gibt Kraft, Stabilität, Stärke. Wir sind also heute sehr selbstbewusst, also wir kommen in unser eigenes Selbstbewusstsein völlig hinein. Auch sehr positiv. So. Yoga Balance, also wirklich, wir sind heute selbstbewusst, sind in der Balance, sind in der Kraft, sind in der Stärke zu Hause und uns kann im Grunde auch nichts erschüttern. Wir haben Begrenzungen, die wir uns immer selber setzen und da müssen wir ein bisschen dagegen steuern heute. Also da ja die Karten hier generell eine Aufbruchstimmung zeigen, ist es so, dass man wirklich sagen kann, okay, man muss jetzt auch seine eigenen Begrenzungen, Grenzen sozusagen überwinden, um vielleicht auch wirklich nochmal sagen, okay, ich gehe jetzt raus oder ich mache jetzt was oder ich unternehme etwas, ja. So, dann habe ich natürlich hier aus dem Tarot eine Karte gezogen und die schaut ihr euch mal bitte ganz genau an, ja. Denn da ist es wirklich so, dass ich zum einen ja gerne dieses Tarot, also wirklich dieses Tarot nehme, ja, weil es hat zwar im ersten Moment so einen düsteren Eindruck, aber ich kenne diejenigen, die es fotografiert und gemacht haben in den USA, ist ein schwules Pärchen auch und ich finde, dass die sehr gelungen sind, ja, und deshalb ist es wichtig. Und Grenzen sprengen, ja, ist natürlich mit dem Turm genau das, was ich euch jetzt hier gesagt habe. Also hier, wir wollen in die Harmonie, in die Kraft, in die Confidence, in die Inner Balance finden. Und das ist heute das Grundthema. Dazu sollten wir uns nicht beschränken, sondern wir sollten hier einen Umbruch schaffen, ja, eine Befreiung, eine Sprengung der eigenen Ketten machen. Deswegen passt der Turm in diesem Falle ganz, ganz, ganz gut, denn der sagt hier wirklich, trete raus aus dieser Enge, die dich selber umgibt, sprenge deine alten Rahmen, lass vielleicht auch die Bombe hochgehen, überwinde das, was dich gefangen hält und wage einen neuen Anfang oder einen neuen Start. Und das finde ich insgesamt eine super, super passende Geschichte für den heutigen Tag. Feedbackt mir mal, vielleicht dann auch gerne morgen, wie euer Tag so war. Seid ihr über eure Grenzen hinausgegangen? Denkt mal drüber nach, wo ihr euch wirklich Grenzen setzt. Und jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Samstag, meine Süßen. Mucho, mucho amor.